Achtung, die deutschen Staatsschulden sind außer Kontrolle. Wir hätten Potenzial, um Menge Geld zu sparen, ja? Ein durchschnittlicher. Aber wir müssen doch kein Geld sparen. Also der deutsche Staat muss doch jetzt wirklich kein Geld sparen. Nee, wir haben nicht 2 Billionen Schulden. Ja, aber Schulden ist doch. Also können wir mehr machen? Ja, dann selbstverständlich. Wir können immer mehr Staatsschulden machen, ohne dass es Konsequenzen gibt. Ich bin wirklich geschockt von diesem Interview von Feroz Khan, der in YouTube mehr als 200.000 Follower hat. Er hat hier auf der Straße einen Passanten angesprochen und mit ihm über die Staatsschuld in Deutschland debattiert. Wir wollen uns heute wirklich mal anschauen, ob es denn tatsächlich kein Problem ist, wenn Staaten sich immer mehr verschulden. Und es gibt auch viele Leute, die behaupten, okay, man kann sich unendlich verschulden. In der eigenen Währung kann ein Staat sowieso nicht pleite gehen. Wenn wir uns zum Beispiel mal anschauen, was denn Geld wirklich ist, dann können wir uns das am leichtesten vorstellen, einfach als Energie und Zeit. Also Geld ist im Endeffekt eine Abstraktion von Energie und Zeit. Und wenn Geld deine Energie und Zeit repräsentiert, was sagt uns denn dann ein ausufernder Staat, der ständig mehr Geld druckt, der ständig seine Staatsquote erhöht, der ständig die Schuldenquote erhöht, der ständig höhere Rekorddefizite einfährt? Was sagt uns dann das über das Geld? Staaten haben unsere Energie und Zeit ausgeliehen, ohne dass sie jemals diese Energie und Zeit wieder zurückzahlen. Und das ist sehr, sehr problematisch. Bitcoin kann hier ein Ausweg unter anderem sein, aber dazu kommen wir später noch. Naja, die Schulden, die der Staat hat, ja. Wo ist denn das Geld? Das ist in der Wirtschaft, das ist bei den Leuten auf dem Konto gelandet. Ja. Ja, die Staatsschulden sagt, wie viel Geld hat der Staat an die private Wirtschaft gegeben. Wenn man sagt, der Staat soll sich entschulden, ja, dann bedeutet das, das Geld von den Leuten zurückzuholen, okay. Steuern oder wie auch immer. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob bei euch schon mal auf eurem Konto eine Überweisung eingegangen ist vom Staat. Wenn das hier wirklich so einfach funktionieren würde, dass einfach ein Staat Geld druckt, ein Staat sich verschuldet und dann kommt das Geld bei den Bürgern an, dann wäre das sehr, sehr toll. Und das ist in der Theorie tatsächlich so. Wenn man irgendwie sich theoretische Bücher durchliest, dann ist die Staatsschuld im Endeffekt auf den Konten von den Bürgern. Aber wenn wir mal in die Realität schauen, dann sehen wir einfach, dass ganz viele Leute, die sehr nahe an der Geldquelle sind, sich hier das Geld abschöpfen. Das ist auch der sogenannte Cantillon-Effekt. Das heißt, es profitieren die Leute am meisten, die am nächsten an der Geldschöpfquelle sind. Und dementsprechend kommt das Geld nicht bei euch an, sondern das Geld kommt bei Cantillonären an, bei großen Firmen, bei Leuten, die sehr billigen und sehr einfachen Zugang zum Kapitalmarkt haben, Leute, die sehr staatsnah sind. Und das verzerrt den ganzen Markt. Und so kommt es auch zustande, dass wir immer mehr Reiche und immer mehr Arme haben. Die Leute, die Zugang zum Kapitalmarkt, zum Gelddrucker haben, die profitieren. Und Leute, die da keinen Zugang haben, die bleiben einfach auf der Strecke. Und das führt zu sehr viel Marktineffizienzen. Und die zweite problematische Aussage hier war, dass wenn jetzt der Staat Schulden macht, dann ist das Geld bei den Bürgern auf den Konten. Und wenn er sich das Geld zurückholen will, dann macht er einfach Steuern. Das Problematische hier dabei ist immer, dass niemals diskutiert wird, ob vielleicht auch durch Produktivität mal etwas erwirtschaftet werden kann, sondern es geht immer nur um Umverteilung, von reichen Leuten etwas wegnehmen, von Gutverdienern etwas wegnehmen, dann nehmen wir von denen noch was weg, verteilen wir hier noch was um. Aber dass man vielleicht einfach mal auf die Idee kommt, produktiver zu werden, einfach hier nur Wohlstand aus der Gelddruckpresse zu schöpfen, das ist ein Irrglaube und der funktioniert eh nicht. Und die andere Frage ist eh, wenn hier diese Person argumentiert, dass wir unbegrenzt Schulden machen können und auf der anderen Seite wieder darüber redet, dass wir hier Steuern einholen müssen, dann ist eh die Frage, wenn wir unbegrenzt Schulden machen, warum müssen wir dann überhaupt noch Steuern zahlen? Das macht doch hier gar keinen Sinn. Das ist doch eine Schwachsinnserzählung. Ja, also erstens hat der Staat selber kein Geld, das erwirtschaften wir Steuerzahler. Das ist Mary Thatcher. Woher kommt das Geld sonst? Wird es gedruckt? Hier sehen wir ein Problem, das ganz oft auftritt, dass Leute Geld und Währung vertauschen. Wenn wir über eine Währung sprechen, dann ist es tatsächlich so, dass nur ein Staat die Währung ausgeben kann und die Leute werden dann auch quasi zwanghaft dazu gezwungen, dieses Geld anzunehmen, zu akzeptieren. Geld entsteht quasi von unten nach oben. Das ergibt sich automatisch im Markt. Wir sehen zum Beispiel im Gefängnis benutzen die Leute Zigaretten. Die Leute haben schon Muscheln benutzt, Salz, Gold, Silber, Bitcoin, alle möglichen Formen von Geld. Und das ist im Endeffekt einfach hier der freie Markt, der hier entscheidet, was die beste Form des Geldes ist. Aber diesen freien Währungswettbewerb, den gibt es aktuell gar nicht, weil gar nicht zur Wahl steht, welches Geld benutzen wir, weil wir zwanghaft den Euro benutzen müssen oder den US-Dollar oder je nachdem, was für ein Geldmonopol gerade in dem Land herrscht, in dem ihr euch befindet. Woher kommt das Geld sonst? Wird es gedruckt? Geldschöpfung? Weißt du, wie Geldschöpfung funktioniert? Sag es mir. Ja? Erzähl es mal.
Naja, also der deutsche Staat verschuldet sich, indem er Staatsanleihen verkauft. Das sind Garantien, die mit gewissen Zinsen vergeben werden. Okay. Ja? Und das heißt, wenn Christian Lindner Schulden macht, dann verkauft er Staatsanleihen. Die sind übrigens mit AAA gerankt. Das sind die neben den USA wahrscheinlich die beliebtesten Staatsanleihen auf diesem ganzen Planeten. Okay. Alle wollen diese Staatsanleihen. Ja? Das heißt, Schulden machen ist kein Problem. Okay. Zinsen zahlen ist kein Problem. Kann man philosophisch drüber reden, ja. Kann man philosophisch drüber reden und mal ganz praktisch? Das, was hier behauptet wird, ist schlichtweg falsch, weil Schulden machen ist definitiv ein Problem. Klar, wenn man ein Geldmonopol hat, vor allem wenn man ein sehr großes Geldmonopol hat, dann kann man auch sehr arg über den Verhältnissen leben, auf Kosten der Bürger aber. Und man sieht zum Beispiel gerade an Japan, wie hier eine Währung wirklich am Kollabieren ist, wenn irgendwann die Staatsschuld zu hoch wird. Und was hier auch ganz falsch dargestellt wird, ist der Geldschöpfungsprozess. Es gibt nämlich nicht nur eine Art und Weise, wie Geld in den Umlauf kommt, sondern es gibt ganz viele verschiedene Art und Weisen, wie Geld in den Umlauf kommt. Das erste sind Staatsanleihenkäufe, so wie es hier wahrscheinlich probiert zu beschreiben, dass einfach die Zentralbank Staatsanleihen von Deutschland kauft, von anderen Ländern im EU-Raum zum Beispiel. Das nennt sich auch Quantitative Easing, wenn zum Beispiel die Staatsanleihen, die so beliebt sind, wie hier der Herr behauptet, nicht mehr vom freien Markt gekauft werden, dann kommen Zentralbanken und kaufen diese Staatsanleihen, die auf dem freien Markt nicht mehr gekauft werden, weil keiner diese scheiß Staatsanleihen haben will, weil die Staatsanleihen alle unter Wasser sind. Der komplette Anleihenmarkt ist komplett unter Wasser. Das bedeutet, du bekommst hier eine Rendite von 2-3%. Wenn du aber eine Inflationsrate real gemessen von 6-7% hast, dann hast du hier unterm Strich einen Verlust gemacht. Das bedeutet, du hast hier einen negativen Realzins. Das heißt, wenn du eine deutsche oder eine amerikanische Staatsanleihe hältst, machst du jedes Jahr Verluste im Durchschnitt so zwischen 4-6%, je nachdem, wie die Inflationsrate momentan ist. Und dementsprechend wollen auch sehr, sehr viele Leute die Staatsanleihen auch gar nicht mehr. Man sieht auch international momentan, vor allem auch die US-amerikanische Staatsanleihe verliert immer mehr an Vertrauen. China stößt US-Staatsanleihen ab, Japan stößt US-Staatsanleihen ab. Und im deutschen und im EU-Raum sieht es auch nicht so viel besser aus, weil Investoren so langsam verstehen, dass das alles hier ein riesen Ponzi-System ist, das halt nur so lange läuft, solange die Leute Vertrauen in das System haben. Und wenn dann wirklich niemand mehr auf dem freien Markt Staatsanleihen kauft, dann springt die Zentralbank ein. Und dann führt das auch dazu, dass die Zinsen dieser Staatsanleihen manipuliert werden. Weil wenn die Zentralbank künstliche Nachfrage schafft, wo aus dem freien Markt gar keine Nachfrage da ist, dann werden die Zinsen künstlich niedrig gehalten. Und so kann sich der Staat weiter billig verschulden. Durch das, dass Staatsanleihen von der Zentralbank eingekauft werden, erhöht sich auch der Geldsupply, das heißt, es gibt jetzt mehr Geldmenge, das führt langfristig zu Inflation. Zusätzlich kann Geld geschöpft werden über den Chiralgeldprozess, dass einfach Banken Kredite ausgeben können mit nahezu keinen Sicherheiten. Das heißt, wenn du dir zum Beispiel einen Hauskredit holst, dann schöpft hier quasi die Bank einfach aus dem Nichts neues Geld und dann ist quasi neues Geld im Umlauf und das führt auch langfristig zu Inflation. Es gibt auch noch ein paar kompliziertere Mechanismen, die wir jetzt hier nicht mehr weiter beleuchten, aber prinzipiell kann man festhalten, dass Zentralbanken, dass Banken oder man kann es vielleicht auch sagen, dass Staaten einfach Geld aus dem Nichts kreieren können. Das Geld, für das du arbeiten gehen musst, können Zentralbanker und Banken einfach aus dem Nichts kreieren. Und das ist ein sehr, sehr unfaires System. Das wirft auch Fragen auf, ob es dann überhaupt noch Sinn macht, für Geld arbeiten zu gehen, dass jemand anderes einfach aus dem Nichts drucken kann. Und deshalb öffnen sich auch immer mehr Leute für Bitcoin, weil sie sagen, hey, sie wollen Geld, das begrenzt ist, das nicht von einer Zentralbank verwässert werden kann, das nicht von einer Bank verwässert werden kann, sondern das absolut begrenzt ist. Der deutsche Staat hat seit der Gründung nur mehr Schulden gemacht. Weil der deutsche Staat Geld ausgibt. Ja. Ja, Infrastruktur, Schulen, also Schulen und Straßen sind alle Schrott, weil der Staat gespart hat die letzten 40 Jahre, weil man immer gesagt hat, das Geld muss alles erwirtschaftet werden, dann sage ich ganz simpel. Oder an den falschen Stellen gespart. Na, was heißt an den falschen Stellen gespart? Gesagt, ich habe meine Vorschläge genannt, aber okay. Ja, aber was heißt der eigentlich? Der hat viel zu wenig Geld ausgegeben. Der hat überhaupt nicht gespart. Okay, diese Menschen. Also der hat viel zu viel gespart. Das ist jetzt wirklich sehr interessant, weil der Interviewer, Ferus hier, der ist eher etwas kritisch eingestellt. Er sagt, wir sollen uns nicht zu arg verschulden. Der Interviewte, der haut hier voll auf die Kacke. Wir müssen uns noch mehr verschulden. Der deutsche Staat gibt zu wenig Geld aus. Aber wenn wir auch hier mal wirklich genau hinschauen, dann ist die Staatsquote jetzt so hoch wie noch nie. Die Zinszahlungen sind so hoch wie noch nie. Die Staatsschulden sind so hoch wie noch nie. Und es gibt hier auch potenziell kein Zurück. Also es sieht nicht so aus, wie wenn jetzt in der nächsten Zeit die Staatsschulden zurückgehen. Und hier können wir einfach
daraus ableiten, dass der deutsche Staat kein Ausgabeproblem hat, sondern ein Einnahmeproblem. Wir müssen nicht noch mehr Geld ausgeben, sondern wir müssen wirklich mal wieder fragen, wie können wir effizient wirtschaften? Wo können wir vielleicht auch Kosten einsparen? Ich meine, immer nur alles rausballern, das hört sich ganz gut an und es funktioniert auch für eine kurze Zeit, aber diejenigen, die im Endeffekt hier den Preis dafür zahlen müssen, das sind halt die Bürger in Form von Inflation oder in Form von einem sehr, sehr ineffizienten Wirtschaftssystem. Und ja, okay, man kann jetzt sagen, die Schulden funktionieren nicht, aber das liegt nicht daran, weil der Staat hier nicht genügend Geld ausgibt. Es liegt halt unter anderem auch daran, dass dieses Geld für sehr schwachsinnige Dinge ausgegeben wird, wie zum Beispiel Krieg, Radwege in Peru oder irgendwelche komischen Gelder, die ins Ausland fließen, wo keiner irgendwas davon hat und irgendwelche komischen Leute sich davon bereichern. Ich will jetzt ja auch niemand irgendwas unterwerfen und so weiter, aber es wird einfach sehr ineffizient mit dem Geld umgegangen, weil es einfach die ganze Zeit auch gedruckt werden kann und es gar keine Anreize gibt, effizient mit dem Geld umzugehen. Außerdem kann man hier wirklich auch mal die Kompetenz unserer Politiker hinterfragen oder man kann sich auch mal die Frage stellen, ob es denn wirklich so schlau ist, ein Wirtschaftssystem aufzubauen auf einem Geldsystem, das wirklich marode ist. Geld ist immer das Fundament einer Gesellschaft und wenn wir hier hartes Geld haben, wie zum Beispiel Bitcoin, dann können wir hier auch eine komplett andere Gesellschaft aufbauen, die nicht auf Schulden aufbaut, wie unser Schuldgeldsystem, das wir aktuell haben, das dann auch immer alle 6, 27 Jahre entweder in einem Währungsschnitt endet oder in einer Hyperinflation, sondern hier können wir dann ein komplett anderes Wirtschaftssystem aufbauen, weil Schuldgeldsysteme führen auch immer dazu, dass sich der Staat unendlich weit aufbläht und wenn der Staat sich unendlich weit aufbläht, dann wird der Staat immer ineffizienter, dann funktionieren die Schulen nicht mehr, dann funktioniert das Gesundheitssystem nicht mehr, dann funktioniert das Bildungssystem nicht mehr, dann funktioniert irgendwann das Wirtschaftssystem nicht mehr und dann funktioniert gar nichts mehr. Und das liegt halt auch unter anderem daran, weil Politiker, weil Zentralbanker und so weiter auch gar nicht haften müssen für das, was sie machen, weil es einfach keine Konsequenzen gibt. Weil wenn irgendeine Firma pleite geht, wenn irgendwas schief geht, dann drucken wir einfach noch mehr Geld und überdecken das mit noch mehr Geld. Und so fallen auch die Fehler in dem System nicht auf. Es gibt keine Pleiten mehr und wir haben ein künstlich am Leben gehaltenes Wirtschaftssystem, das aber zwangsläufig irgendwann implodieren muss. Um auf das Thema zurückzukommen, diese Menschen wären nicht hier und das Geld hätten die auf jeden Fall gespart. Das, was wir für die aufgewendet haben und dann indirekte Kosten kommen ja auch noch dazu. Ja, die, Geld die darf kein Argument sein. Geld darf als Staat doch kein Argument sein. Natürlich. Nein. Doch, das kommt auch. Wo landen denn meine Steuergelder? Gibt es da nicht auch einen Topf? Ist das nicht auch ein Faktor, was Staatsbundeskasse angeht? Ja, aber es ist doch nicht so, dass Christian Lindner sozusagen ein Steuerkonto hat und irgendwie ein EZB-Konto hat. Nein. Sondern alles Geld landet auf einem Konto. Ja. So. Und Steuerzahlergeld, das ist alles Quatsch. Der Staat hat dir das Geld gegeben, damit du Steuern zahlen kannst. Der Staat ist der Währungseigner, kein Nutzer. Das nächste, was hier in der Debatte oft vergessen wird, Deutschland hat aktuell 2,5 Billionen Euro Schulden. Das sind 2.500 Milliarden Euro Schulden, also eine unendlich lange Zahl. In den USA zum Beispiel ist es noch viel krasser, die haben 34 Billionen US-Dollar Schulden, aber klar ist auch ein größeres Land. Und was auch ganz oft vergessen wird, dass wir immer nur über die offiziellen Schulden sprechen, aber die impliziten Schulden, die werden immer außen vor gelassen. Das sind zum Beispiel Pensionsansprüche, das sind Dinge, zukünftige Zahlungen, die der deutsche Staat zu leisten hat, die aber gar nicht offiziell aufgelistet werden. Und die impliziten Schulden sind noch mal mindestens genauso groß wie die offiziellen Staatsschulden. Das heißt, wir bauen uns hier eine immer größere Schuldenblase auf und mittlerweile sind die Schulden auf so einem hohen Level, dass der Staat es sich gar nicht mehr leisten kann, die Zinsen anzuheben, weil sonst hier wirklich das Schuldsystem dem Staat um die Ohren fliegt, weil er sonst die Neuverschuldung nicht mehr finanzieren kann. Ich will mich deduktiv annähern. Ja, wir sind beide keine Ökonomen, weil ich bezweifle, dass Ökonomen die hier beipflichten würden. Leute, die dann kann ich immer nur auf die MMT verweisen. Okay. Ja, sagt ihr es was? Nein. Modern Money Theory. Okay. Ja, unbedingt angucken. Wie heißt es? Moderne Geldtheorie. Modern. Okay. Genau. Okay, yeah. Oder auch gerne Maurice Höfgen. Geht es um Keynesianismus? Jein. Okay. Jein. Also Keynes sozusagen hat natürlich in seiner, wir müssen jetzt auch keine ökonomischen Theorien und so weiter aufmachen. Keynes hat gesagt, es braucht einen Staat, der sozusagen auch eingreift in den Markt. Yeah. Ganz doll vereinfacht. So. Da bin ich erstmal dafür, weil das bedeutet sozusagen, der Staat, dem das Geld gehört, der das Geld macht, der wäre schön doof, wenn er sich sozusagen die Macht über sein eigenes Geld abnehmen lässt. Aber Mehrwert schaffen wir doch durch Arbeit, oder nicht? Mehrwert schaffen wir durch Arbeit, das ist im Kapitalismus so, ja. Ja, okay. Das heißt,
irgendjemand muss arbeiten gehen, um Mehrwert zu schaffen. Das wird in, monetär bemessen, also Geld beziffert. Und das kann man dann entsprechend besteuern, ausgeben, verteilen. Es wird ja umverteilt. Ja, genau. Es wird umverteilt. Aber also erstmal jeder Euro, den du oder ich benutzen, ist irgendwann mal vom Staat erzeugt worden. Jeder Euro. Niemand anders kann Geld schöpfen. Das Geld ist ja nur ein Symbol für den Wert. Aber den Wert habe doch ich erschaffen, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Weizen angebaut habe und Weizen verkauft. Wir benutzen doch Geld als, als Maßstab für Wert. Ja, genau. Genau. Ja. Aber das ist, man kann nicht sagen, der Staat hat das Geld generiert. Na doch, aber nein. So passiert es doch. Du meinst Gelddruckerei? Naja, gedruckt wird da ja nichts, aber der Geld erzeugt. Doch, wird das auch noch Geld gedruckt. Also, was ja, es wird, das Geld entwertet. Es wird, nein, das ist Schwachsinn. Das ist, also was würde passieren, wenn die EZB das Geld, die im Umlauf befindliche Geldmenge verdoppeln würde? Was würde dann passieren mit dem Euro? Das ist davon abhängig, ob man dieses Geld für irgendeinen Wert eintauschen kann. Das ist nämlich, das ist nämlich der eigentliche Wert. Punkt. Hat dann der Euro dann noch? Hat er sich halbiert vom Wert her? Wenn im Verhältnis zum Dollar genau, zum Beispiel? Genau, also wenn du die Geldmenge erhöhst. Verdoppelt. Okay, wenn du die Geldmenge verdoppelst und gleichzeitig das, was man mit dem Geld kaufen kann, also sozusagen die Produktion verdoppelst. Ja, was ja nicht passiert. Was ja nicht passiert, aber sozusagen, wenn das der Fall ist, dann ist das Geld genauso viel wert wie vorher. Aber das passiert ja nicht. Das passiert nicht, aber Geldentwertung passiert ja sozusagen nur, wenn du das Geld niemandem geben kannst, weil keiner da ist, um es anzunehmen. Inflation ist sozusagen entsteht immer dann, wenn wir überhitzte Wirtschaft haben. Inflation entsteht immer dann, wenn wir sozusagen Arbeitslosenquote 0% haben und wenn man überhaupt gar keine Ressourcen mehr für das Geld kriegen kann, dann wird das Geld weniger wert, weil du kannst ja nichts dafür kriegen. Das ist hier wirklich eine sehr, sehr wilde Diskussion und hier bleibt wirklich die Frage auf, ob denn Staatsverschuldung, ob wirklich hier Geld drucken aus der Druckerpresse, ob das hier kein Problem ist. Also wenn wir einfach mal schauen, wie sich hier der Lebensstandard verändert hat in den letzten Jahren. Schaut mal in den Supermarkt, haben sich eure Preise erhöht? Weil hier klar kann man sagen, wenn die Produktivität mit ansteigt, wenn wir quasi Geld drucken, aber die Produktivität mit ansteigt und wenn wir dann teilweise auch die Löhne entsprechend erhöhen, die Leute bekommen für das, dass sie arbeiten gehen, dann ist die Inflation klar kein Problem. Aber wenn wir einfach mal die Facts hier wieder in die Realität anschauen, also nicht hier Maurice Höfgen sein Ökonomenbuch anschauen, sondern wenn wir wirklich mal hier wieder in die reale Wirtschaft schauen, dann sehen wir, dass weder die Produktivität mithält mit der Geldmengenausweitung, noch halten hier die Löhne mit. Das heißt, unter dem Strich wird für dich das Leben immer schwieriger. Unter dem Strich wird für jeden in unserer Volkswirtschaft das Leben schwieriger, weil du mehr arbeiten musst, um den gleichen Wohlstand zu erhalten. Da musst du definitiv was machen. Und die leichteste Möglichkeit, hier was dagegen zu machen, ist ganz klar Bitcoin. Weil wenn wir schauen, Leute, die auf einem Bitcoin-Standard leben, bei denen wird das Leben nicht schwerer, sondern immer einfacher. Früher hat ein Haus 100 Bitcoin gekostet, dann 10. Jetzt kostet es vielleicht noch 5 Bitcoin und irgendwann kostet es mal 1 Bitcoin und dann mal 0,1 Bitcoin. Das heißt, in einem Hartgeldstandard wird dein Leben immer billiger, immer einfacher und in einem Fiat-Geldstandard, wo sich die ganze Zeit das Geld ausweitet, wird dein Leben immer schwerer. Du musst immer noch mehr arbeiten, um quasi in diesem Hamsterrad, in diesem Rattenrennen mithalten zu können. Mich würde tatsächlich mal interessieren, was der Interviewer hier über Bitcoin denkt, Ferhat Khan, weil er tatsächlich hier ein paar sehr, sehr smarte und sehr richtige Punkte gebracht hat und definitiv hier den Interviewten aus seiner Bahn gebracht hat. Das wäre doch mal ein cooler Interviewgast hier für unseren Channel. Ich werde ihm definitiv mal eine Message schreiben, mal fragen, ob er Bock hat, mit mir ein Interview über Bitcoin zu machen und über unser Geldsystem. Haut den Like-Button rein, wenn ihr dieses Interview sehen wollt. Lasst mich auch gern wissen, was ihr zu dieser Debatte sagt. Könnt ihr hier mitgehen, dass Staatsverschuldung kein Problem ist? Lasst mich das wissen. Peace out.